Hey, schön, dass du bei unserem heutigen Bar-Workout mit dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Bar and Beats ist unser heutiges Thema. Lass dich von der Musik leiten und fühl den Beat. Wir haben 19 Übungen vor uns, die wir jeweils eine Minute machen. Die Übungen sind schnell. Für dich zu schnell? Dann arbeite doch erst einmal langsamer und schau, wie du dich fühlst. Vielleicht magst du irgendwann das Tempo anziehen. Es ist ein Ganzkörper-Workout. Danach solltest du dich gut gekräftigt und ich würde sagen, auch ein bisschen außer Atem fühlen. Ready? Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Wir starten gleich mit einer Kniebeuge und gehen dann in einen Knee-Lift. Beide Füße aufgestellt und drück dich hoch, immer wieder im Wechsel. Einatmen tief, ausatmen hoch, Kniebeuge, Knee-Lift. Gleichzeitig nimmst du den entgegengesetzten Arm mit nach vorne. Geh tief und hoch. Nimm deinen Blick mit zurück. Große Bewegung. Erste Übung hier. Auf geht's. Geh tief, drück dich hoch. Mach dich lang im Oberkörper. Und dann wieder auf beide Füße. Po nach hinten weg, Bauchnabel rein. 30 Sekunden noch. Hälfte geschafft. Streck die Arme lang, Handflächen zeigen nach unten und dann zu deinen Schienbeinen. Den ganzen Fuß immer wieder aufstellen und dann den Scheitel Richtung Decke. Geh tief und hoch. Gleich geschafft. Tief und hoch. Nächste Übung. Wir gehen wieder in die Kniebeuge, aber jetzt gehen wir dreimal tief und drücken uns dann auf die Fußspitzen. Tief, 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 drück dich hoch. Geh dreimal nach unten weg, Po nach unten und wieder nach oben ziehen. Einatmen tief und ausatmen hoch. Nimm die Arme gleichzeitig mit, vor die Brust, wenn du tief gehst und dann über den Kopf. Die Finger bleiben zusammen, die Ellenbogen zur Seite weg. Auf geht's, tief. Drück dich nach oben, go. Geh tief, Knie leicht auseinanderdrücken. Sehr gut. Nächste Übung. Beine mehr als hüftbreit, Fußspitzen nach vorne, zurück in die Kniebeuge. Schieb die Arme jetzt zur Seite auf, wenn du nach oben kommst. Schieb die Arme zurück, wenn du tief gehst. Öffne und tief. Ausatmen hoch, ein wieder tief. Kraftvoll nach oben, drück die Knie auseinander. Wenn du Probleme mit den Knien hast, dann setz die Füße nach außen, eher in ein V. Zieh dich hoch. Geh tief, auf geht's, hoch. Denk an deine Atmung und mach die Bewegung so groß du kannst. Go. Dreh die Handflächen immer wieder nach oben und dann wieder zurück. Hoch und tief, hoch und tief. Gleich geschafft. Auf geht's zur vierten Übung. Öffne die Beine noch viel weiter. Second Plié Squat, die Fußspitzen nach außen drehen. Und jetzt geh nach unten und schieb dich zur Seite hoch. In die Diagonale. Drück die Knie zu den kleinen Zehen, wenn du tief gehst. Und dann streck dich in die Diagonale. Pointe den Fuß. Ausatmen hoch, einatmen tief. Im Wechsel. Mach dich lang. Geh tief, spür die Oberschenkelinnenseite. Wenn du nach unten tief gehst. Bleib dabei, mach die Bewegung so groß du kannst. Ausatmen hoch, ein zurück. Streck dich. Setze beide Füße immer wieder auf. Drück die Knie zu den kleinen Zehen, Steißbein Richtung Boden. Geh hoch und tief. Geh hoch und tief.
Öffne deine Füße jetzt in einen V-Stance. Bring die Fersen zusammen, Fußspitzen nach außen, Fersen weg vom Boden. Und jetzt gehst du tief und du kippst den Oberkörper sozusagen von einer zur anderen Seite. Deine Arme sind angewinkelt, deine Handflächen zeigen zu mir. Drück die Knie auseinander, lehn dich im Oberkörper von einer zur anderen Seite. Dein Steißbein geht Richtung Boden. Drück deinen Po nicht nach hinten raus, lass den Oberkörper gerade. Spür die Oberschenkelvorderseite. Die Schultern arbeiten mit und natürlich dein Bauch. Geh tief, zieh dich hoch. Einatmen tief, aus, wieder hoch. Side Crunch und gleichzeitig öffnest du die Beine. Drück dich immer wieder nach oben, bleib auf den Fußspitzen und schau nochmal, dass deine Fersen zusammenbleiben. Geh tief und hoch. Gleich drehen wir uns eine Vierteldrehung nach links. Gleich geschafft. Halte durch. Geh noch ein bisschen tiefer. Und lösen. Gut. Dreh dich einmal rüber, eine Vierteldrehung. Und wir arbeiten jetzt nur mit dem linken Bein. Geh nach hinten in den Ausfallschritt und dann Side Leg Lift. Nach hinten weg und dann öffne das Bein zur Seite. Die Arme nach vorne und dann öffne die Arme zur Seite. Geh tief, drück dich hoch und Side Leg Lift. Einatmen und aus und Side. Gut, geh zurück und hoch und Side. Pointe den Fuß, wenn du zur Seite weggehst. Streck dich vom Oberkörper. Und dann beugst du beide Beine in einen 90-90-Winkel. Gut. Mach dich groß, Scheitel Richtung Decke. Richte dich immer wieder auf. Lass die Schulterblätter leicht zusammen, drück die Schultern weg von den Ohren. Und gehe so tief du kannst und richte dich dann wieder auf. Gleich arbeiten wir nur mit dem rechten Bein. Weiter geht's. Geh tief. Und Side. Wechsel jetzt rüber, rechtes Bein geht zurück, die Hände kommen an den Hinterkopf. Wir gehen in den Lunge nach hinten. Zieh dich hoch und öffne die Arme. Die Ellenbogen zeigen nach vorne und dann öffnen wir die Ellenbogen. Auch hier im Wechsel, hochschieben das Bein und dann nach hinten weg. Öffne zur Seite, halte die Spannung vom Bauch. Geh hoch und tief. Pointe den Fuß, wenn du zur Seite weggehst. Immer wieder aufrichten, hochziehen. Hoch und tief. Geh nach hinten weg. Denk an deine Haltung. Mach die Bewegung groß. Die letzten Sekunden. Wir bleiben hier und jetzt setzen wir einzeln die Beine nach hinten, lehn den Oberkörper nach vorne. Konzentrier dich nur auf die Beine. Geh nach hinten und zwar nur einen ganz kleinen Schritt. Schieb den Po nach hinten, lehn dich im Oberkörper vor. Wir arbeiten mehr in unser Gesäß rein. Geh tief, immer im Wechsel. Tappe den Fuß auf, die Ferse bleibt oben. Lehn dich im Oberkörper vor. Und mit den Händen greife einfach deine Hüftknochen. Lass den Rücken gerade. Nimm deinen Blick mit nach unten, richte dich wieder auf. Einatmen und aus. Ein und aus. Im Wechsel. Schnelle Bewegung und große Bewegung. Geh tief und hoch. Bauchnabel rein. Drück den Po nach hinten. Richte dich wieder auf. Sehr gut. Dreh dich zurück zu mir. Setz die Füße hüftbreit nebeneinander. Wir gehen tief in die Kniebeuge und strecken uns nach oben lang. Geh hoch und tief. Drück den Po zurück. Und dann die Fersen heben, die Arme lang nach oben, die Handflächen zeigen zueinander. Denk nochmal an deine Haltung, die Knie leicht auseinanderdrücken. Fußgelenk, Knie und Hüfte eine Linie. Zieh dich hoch, geh tief, zieh dich hoch. Sehr gut, hoch.
große Bewegung. Ich hoffe, so langsam ist dir warm. Weiter geht's. Dein Gesäß arbeitet, deine Schultern. Spannung vom Bauch. Drück dich nach oben. Mach dich immer wieder groß. Und lösen. Super. Dreh dich wieder eine Vierteldrehung. Und wir gehen in den Ausfallschritt nach hinten. Und zwar für 3 kleine Bewegungen. Jetzt versuch mal, vorne nur die Fußspitze aufzustellen. Wir wechseln immer die Beine. Oberkörper bleibt gerade. Die Hände sind vor der Brust. 3-mal tief. Vorne bleibt die Ferse oben. Bleibe auf der Fußspitze. Drück dich immer wieder hoch und wechsel. Mit der Ausatmung nach oben schieben. Scheitel Richtung Decke. Beide Beine beugen. Geh tief Richtung Boden. Drück dich hoch. Ellenbogen ungefähr auf Brusthöhe. Und wir drücken die Schultern nochmal weg von den Ohren. Zehn Sekunden haben wir noch. Auf geht's. Das war unsere letzte Übung im Stehen. Setz dich auf deinen Po, streck die Beine lang nach vorne, nimm die Arme vor. Zieh jetzt 2-mal die Beine hoch und dann streck die Arme über den Kopf. Zieh hoch und die Arme lang über den Kopf. Wir pointen die Füße und bring die Beine einzeln hoch. Spür, wie deine Oberschenkelvorderseite arbeitet, wie dein Hüftbeuger arbeitet. Und dann kommen die Arme lang über den Kopf. Aufrechte Haltung. Auf geht's. Zieh hoch, die Arme lang strecken, zieh hoch. Jetzt ist es anstrengend. Du möchtest dein Bein vom Boden lösen. Pointe den Fuß. 20 Sekunden noch. Hochziehen, immer im Wechsel. Halte durch, das schaffen wir jetzt zusammen. Hoch. Und absetzen. Super. Wir winkeln die Beine jetzt an. Lehnen uns im Oberkörper zurück. Bring die Fingerspitzen zusammen. Und rotiere im Oberkörper. In den Beinen passiert nichts. Wir wollen im Oberkörper rotieren. Wir wollen die seitliche Bauchmuskulatur erreichen. Auf geht's. Ziehen. Drück die Brust nochmal mehr raus. Drück die Schultern weg von den Ohren. Große Bewegung. Wenn du den unteren Rücken merkst, schieb dich wieder nach oben. Auf geht's. Nimm deinen Blick mit. Brust rausdrücken. Auf den Rücken. Nimm die Beine in den rechten Winkel nach oben. Streck die Arme Richtung Decke. Streck die Beine, öffne Arme und Beine und dann lang wegstrecken und öffnen. Das heißt, wir gehen in ein X, strecken dann beides nach oben und dann gehen wir wieder tief. Öffne die Arme, öffne die Beine, schieb zurück, streck alles lang nach oben und öffnen. Immer im Wechsel. Es ist vollkommen okay, wenn es am Anfang nicht funktioniert. Lass dir Zeit. Lang über den Kopf, wegstrecken, wieder nach oben bringen und dann öffnen. Wir winkeln die Beine immer wieder an. Komm zur Mitte zurück, streck die Beine nach oben und dann lang weg von dir. Wir wollen weiter in den Bauch arbeiten.
Streck die Beine lang, bring die Hände an den Hinterkopf. Circle Crunches. Zieh dich nach oben, Schultern weg vom Boden und kreise den Oberkörper von einer zur anderen Seite. Die Ellenbogen weit voneinander entfernt. Zieh dich nach oben, ausatmen und ein wieder tief. Mach die Bewegung groß, lass die Beine lang gestreckt. Zieh dich hoch und hoch. Denk daran, beide Schultern müssen weg vom Boden und du ziehst dich über die Seite. Wir wollen die Bauchmuskulatur spüren. Wenn du es noch nicht merkst, schieb dich noch höher. Go! Zehn Sekunden noch. Ausatmen hoch. Zieh dich hoch. Und lösen. Super gemacht. Ein bisschen für den Bauch arbeiten können wir noch, oder? Schieb dich nach oben, die Beine angewinkelt. Komm in einen kompletten Sit-up. Ausatmen hoch und geh wieder zurück. Nimm ein bisschen Schwung, wenn es zu schwer ist für dich, nach oben zu kommen. Oder greif unter deine Knie und zieh dich nach oben. Ausatmen hoch, streck dich lang. Einatmen zurück auf den Rücken. Ausatmen hoch. Lass die Beine angewinkelt. Auf geht's. Zieh dich hoch und hoch und tief hochziehen. Die letzten 10 Sekunden halte durch. Ausatmen hoch. Kommen wir zur letzten Übung auf dem Rücken. Leg dich auf den Rücken. Wir gehen in die Schulterbrücke. Drück den Po nach oben und streck jetzt ein Bein Richtung Decke, dann das andere. Wir sind nur noch auf der Fußspitze. Fersen weg vom Boden. Das Ganze läuft in 4 Schritten ab. Zieh dein Knie ran, lang nach oben, wieder anwinkeln, zurück. Hoch, hoch und tief, wechsel. Hoch, strecken, anwinkeln, zurück. Beide Hüftknochen bleiben auf einer Linie. Bauchnabel rein, Brust raus, Blick nach oben. Immer im Wechsel, dann drehen wir uns auf den Bauch. Zieh nach oben und pointe. Die letzten 3 Übungen. Komm auf deinen Bauch. Dreh dich um. Leg deinen Oberkörper ab. Wir gehen in einen Heel Beat. Bring die Fersen 3-mal zusammen und öffne. Ran, 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 öffne. Als ob du mit den Fersen klatschen möchtest. Dein Blick geht nach unten. Du kannst den Kopf einfach ablegen oder halten. Und die Beine lang weggestreckt, die Füße gepointet. Ran, 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 öffne. Auf geht's. Bauchnabel rein, Schambein tief drücken. Halbe Minute noch. Und dann haben wir nur noch 2 Übungen. Streck die Beine so gut du kannst. So gut gelöst, wie du nur kannst vom Boden. Die Arme kommen jetzt lang nach vorne, die Handflächen zeigen nach unten und wir gehen in ein Swimming. Schnelle Schwimmbewegung, immer im Wechsel, rechtes Bein, linkes Bein und der entgegengesetzte Arm kommt dazu. Deine Brust weg vom Boden, dein Blick nach unten. Zieh dich hoch, hoch, hoch. Denk nochmal an die Spannung von deinem Bauch. Bauchnabel rein, Schambein tief, pointe deinen Fuß. Die
Bewegung groß. Wir wollen für den Rückenstrecker arbeiten. Unsere Muskulatur direkt an der Wirbelsäule. Zieh dich hoch und hoch. Zehn Sekunden noch. Super, letzte Übung. Komm wieder hoch in die Stützposition. Und wir drücken uns in einen Upstretch und dann ziehen wir ein Knie Richtung Brust. Dann wieder aufstellen, Upstretch, anderes Knie Richtung Brust. Immer im Wechsel. Erst Upstretch und dann Wechsel. Sitzbeinhöcker Richtung Decke, Brust Richtung Füße. Und dann zurück in die Stützposition, so dass deine Hände unter deinem Schulterblatt sind. Letzte halbe Minute halten wir noch durch. Mach die Bewegung groß, zieh den Bauchnabel rein. Streck dich lang. Komm schon, 15 Sekunden haben wir noch. Vier, drei, zwei, eins und lösen. So gut, du hast es geschafft. Perfekt. Ich hoffe, du hast genauso geschwitzt wie ich. Vielen, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie dir das Workout gefallen hat. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.